Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 22. Lesung des wundervollen Buches von Ralph Woodrow von 1966, Babylon, Mysterien, Religion. Das ist der kurze Titel, wie ich das abkürze, weil ich einfach mir lange Buchtitel nicht merken kann. Aber der ganze Titel heißt halt die römische Kirche, Mysterien, Religion aus Babylon. Da sind wir heute im 17. Kapitel und ich kann euch sagen, wenn ich es nicht vorher schon angekündigt habe, dann tue ich es jetzt. Es ist eins der interessantesten Kapitel überhaupt in dem Buch. Dieses und eines der nächsten, also 3 Tage und 3 Nächte, finde ich persönlich den, wie sagt man das so schön, Epitome, also den absoluten Höhepunkt des ganzen Buches. Aber das Kapitel heute, Kapitel 17, die Messe, wird uns sicherlich mehr als nur diese eine Lesung beschäftigen, weil ihr wisst ja, dass ich immer hier und da ein wenig tiefer in die Sache reingehe. Und die Messe ist wirklich eine so diabolische, also teuflische Handlung, dass ich gar nicht anders kann, als das ganz deutlich und explizit rauszustellen. Und abschließend tun wir das mit einem englischen Gedicht, das ich dann aber nicht in Englisch vortragen werde, sondern das ins Deutsch übersetzt ist. Nur in Deutsch reimt sich das natürlich nicht mehr. In Englisch klingt das wunderbar. Das wird aber wahrscheinlich nicht für heute sein. Und das habe ich dann auch in Englisch schon mal als eigenes Video aufgenommen. Auf dem Zweitkanal ist das sicher hochgeladen. Da weiß ich es. Roman Catholic Miracle heißt das, glaube ich. Und es ist nur ein kleines Video von ein paar Minuten, das ist auf Jogglers War und das Info hochgeladen, könnt ihr euch da gerne mal anhören. In Englisch klingt das ganz, ganz toll, eben weil es sich reimt, in Deutsch nicht. Aber das ist auch noch nicht für heute, sondern das ist zum Abschluss des Kapitels über die Messe, die römisch-katholische teuflische Messe. Was eine Messe genau ist und was das alles beinhaltet, das werden wir gleich in Kapitel 17 besprechen. Und bevor wir das tun, werden wir uns noch einmal ein wunderbares Lied von unserem Bruder Alexander anhören, der, ich glaube, mir das gestern zugespielt hat, und er singt es hier nicht alleine und das klingt einfach wunderschön. Danke, Alexander, und Ton und Film ab. Komm in sein Tor mit dankbarem Herzen. Komm in sein Vorhof mit Lobgesang. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Kommt in sein Vorhof mit Lobgesang. Erfreut euch am Herrn, unserem Schöpfer. Erfreut euch am Herrn, dem Vater des Lichts. Erfreut euch am Herrn, unsere Rettung. Erfreut euch am Herrn, dem ewigen Gott. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Kommt in sein Vorhof mit Lobgesang. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Kommt in sein Vorhof mit Lobgesang. Erfreut euch am Herrn, unserem Schöpfer. Erfreut euch am Herrn, dem Vater des Lichts. Erfreut euch am Herrn, unsere Rettung. Erfreut euch am Herrn, dem ewigen Gott. Erfreut euch am Herrn, dem ewigen Gott. Den Text dieses Liedes sollte sich die römisch-katholische Kirche mal ganz kräftig in die Ohren schreiben. Und jeder Katholik sollte das mal tun, wenn er das nächste Mal zur Messe geht und sich dann fragen, ob er wirklich das tut, was Alexander uns hier aus dem Psalm mit seiner Tochter zusammen vorsingt. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für das Vortragen dieses wunderschönen Musikstückes. Und ich habe natürlich wie immer einen Film vorbereitet aus der damals englischen Lesung zu Kapitel 17 aus Babylon Mystery Religion, wie das da im Englischen heißt. Und das werden wir uns dann hier neben der Lesung anschauen. Und ich fand das immer ganz witzig, wenn ich meine englische Stimme so mal höre. Ich habe diese alten Videos nie geguckt. Joggler 66. Naja, okay. Gut, also Ton ab hier live. Die Messe heißt das 17. Kapitel. Und das beginnt gleich mit einem Ausdruck, den viele Menschen überhaupt nicht kennen und schon gar nicht wissen, was der eigentlich bedeutet. Ja, die Transsubstantiation. Deswegen habe ich hier auch im englischen Video, um mal gleich eine Pause zu machen, eine Erklärung dagegen, was die Transsubstantiation ist. Ja, Transsubstantiation, seine Meinung, der Ursprung und die Geschichte davon. Die
erledigte Arbeit in Calvary, also das ist die Arbeit von Jesus Christus, das erledigte Opfer von ihm, im Kontrast oder im Gegensatz zu der römisch-katholischen Messe. Die Monstranz, dieses runde Stückchen Brot, das gegeben wird, nichts weiter als ein rundes Sonnensymbol und deren Gebrauch im Heidentum und das Geheimnis des Dramas. Das sind so die Untertitel oder die Unterkapitel, in die das im Englischen eingeteilt ist. Und wie wir sehen, ist das im Deutschen auch so, die Transsubstantiation, Bedeutung und Geschichte. Hier haben wir noch die Bedeutung, die Herkunft und die Geschichte. Also hier ist es ein klein bisschen ausgebreiteter. Trotzdem war die englische Lesung gerade mal 52 Minuten oder sowas und die deutsche wird ein wenig länger. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Nun, haben Priester die Macht, die Elemente Brot und Wein während der Messe in das Fleisch und das Blut Jesu Christi zu verwandeln? Gründet sich diese Vorstellung auf die Bibel? Nun, bevor wir das jetzt ergründen, muss ich nochmal ganz kurz für diejenigen, denen das Wort Transsubstantiation, das im Deutschen im Grunde Wesensveränderung heißt, nicht sagt, ganz kurz erklären, weiter gehen wir dann in der Lesung darauf ein, aber ganz kurz grundsätzlich, durch ein paar Zauberworte verändert der römisch-katholische Priester in der Messe, was nichts weiter ist als ein satanisches Opferritual, ohne das den Leuten natürlich zu erzählen, das Brot in den Leib und den Wein in das Blut Jesu Christi. Wirkliche Wesensveränderung. Mit anderen Worten, mit seinen Zauberworten, wie wir später noch lernen werden, hoc est corpus enim meum, die Jesus Christus nie gesagt hat, weil er kein Latein gesprochen hat. Nicht, dass er es nicht könnte, aber natürlich könnte er das. Er ist der Erfinder von allem oder der Schöpfer von allem. Aber er hat es nicht gesprochen. Er hat Hebräisch und Aramäisch hauptsächlich gesprochen. In diesen römisch-katholischen, lateinischen Worten, hoc est corpus enim meum, wenn der Priester das ausspricht, dann konsekriert er, also heiligt er das Stück Brot und den Wein und führt eine Wesensveränderung durch, dass das Brot in dem Augenblick, wo er es sagt, tatsächlich in den Leib, die Menschlichkeit, die Göttlichkeit, die Seele und das Fleisch Jesu Christi verändert wird. Ja? Und mit dem Wein genau dasselbe, aber dann nicht das Fleisch, sondern das Blut. Ja? Das ist das Wesen der Transsubstantiation und das ist ein Dogma der römisch-katholischen Kirche. Im Gegensatz zu Jesus Christus, der hat nämlich gesagt, this do in remembrance of me, dies tue zu meinem Gedächtnis. Aber bevor ich jetzt da eine Stunde lang einen alleinigen Vortrag drüber halte, wobei ich überhaupt kein Problem hätte, da 3 Stunden einen Vortrag drüber zu halten, ohne eine Buchlesung zu machen oder ein Video zu gucken, möchte ich doch jetzt ein bisschen beim Buch bleiben, sonst dauert es 3 Jahre, bis wir hier mit dem Kapitel durch sind. So lange wollen wir dann auch nicht warten. Also, wir lesen weiter. Der Autor sagt uns oder fragt uns hier, haben die Priester die Macht, die Elemente Brot und Wein während der Messe in das Fleisch und Blut Jesu Christi zu verwandeln? Gründet sich diese Vorstellung, dass sie während der Messe das Fleisch und Blut Jesu Christi tatsächlich vorhanden zaubern durch das Brot und den Wein auf der Bibel? Gründet sich das biblisch? Nur mit folgenden Worten, bitte? Ja. Ja, was? Ja, weil die römisch-katholische Kirche sich auf Simon Magnus beruft. Magnus. Ja, und Simon ist der Zauberer. Ja. Ja, und deswegen ist die Referenz meiner Meinung nach hier mit diesem ganzen Zauberritual hoc est corpus meum eben da, weil sie auf Simon Magus beruft. Und der hat halt in große Zeichen und große Wunder getan und ist eben dann in Apostelgeschichte 8 eben benannt. Und wenn wir sagen, dass diese eben auf einen Peter sich beruft, dann haben wir darüber auch Sachen gemacht in Englisch, wo wir genau wissen, dass Peter auch ein sogenannter Lehrer ist. Und wir wissen dann eben auch, dass es eben Simon Magus ist, auf den halt diese Geschichte da fußt. Und wenn dem so ist, dann ist das eben ein Zauberritual. Und deswegen finde ich das passend. Nur wird natürlich den Menschen nicht klar, dass es eben einen Simon Magus überhaupt gab, weil in der katholischen Kirche ja die Apostelgeschichte in der Regel nicht gelehrt wird. Ne?
Stimmt, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Aber wie gesagt, die Frage, die wir hier beantworten wollen, ist, ob sich diese Vorstellung auf der Bibel begründet. Und das werden wir jetzt ganz deutlich feststellen, ob das so ist oder ob das nicht so ist. Ich nehme es mal jetzt nicht vorweg. Lassen wir denen auch noch die Gelegenheit, ein wenig selbst zu denken und sich die Dinge anzuhören. Aber da wichtig ist ja, Michael, und da stehst du für, da steht, glaube ich, jeder Zuhörer in dieser Live-Sendung zu und so ungefähr jeder, der sich meinen Kanal, die Videos anschaut, außer die, die neu kommen, wir messen alles und bauen alles auf der Bibel auf. Wenn etwas im Licht der Bibel keinen Bestand hat, dann ist es nicht wahr. So einfach ist das. Ja? Alles an der Bibel messen. Das ist der Punkt. Deswegen bewege ich mich auch nicht so besonders viel in dieser materiellen Welt herum, weil alles, was man da an der Bibel misst, verfällt sowieso direkt zu Asche und zu Staub. Taugt nichts. Und da will ich dann nichts mit zu tun haben. Deswegen ziehe ich mich aus dieser Welt zurück. Und je mehr ihr das auch tut, desto mehr merkt ihr, dass ihr geistig reiner werdet. Ja? Es ist wirklich eine wunderbare Sache, die passiert, wenn man wiedergeboren im wahren Heiligen Geist ist und diese ganzen Sachen einem auf einmal nur abstoßend sind und man merkt, wie man überall, wenn man sich in dieser materiellen Welt bewegt, überall nur aneckt, weil man alles eben aus dem Blickwinkel der Wahrheit sieht und weil man alles in dieser Welt an der Wahrheit misst und dann bleibt wirklich nichts bestehen. Im Licht der Bibel bleibt nichts bestehen. Und genau das ist unsere Aufgabe. Das ist meine Aufgabe mit diesen Lesungen, um den Menschen beizubringen. Schaut, wenn jeder sagt, ja, ich suche auch die Wahrheit, ja, ich suche auch die Wahrheit, da gibt es so viele Wahrheiten und der hat die Wahrheit und der hat die Wahrheit. Nein. Wahrheit ist nur das, was im Licht der Bibel bestehen kann. Und wenn etwas nicht im Licht der Bibel bestehen kann, dann ist es nicht die Wahrheit. Auch wenn das den meisten vielleicht nicht gefällt. Aber im Endeffekt, wenn man das konsequent durchzieht, dann wird man am Ende merken, dass nach all den Lehren in dieser Welt nur eine Lehre übrig bleibt. Und das ist die Lehre der Bibel. Und dann manifestiert sich in jedem Verstand auf einmal von, oh, dann hat die Bibel ja doch recht. Wenn alles andere in ihrem Licht verblasst, wenn alles andere als Lüge, dämonisch, heidnisch, gottlos, schlecht und so weiter erscheint in ihrem Licht, dann muss die Bibel ja wahr sein. Und dann auf einmal ergibt sich ein ganz anderer Gesichtspunkt über diese Dinge. Und deswegen ist es so furchtbar wichtig, dass wir diesen Grundstein am Anfang eigentlich jeder Sendung einmal legen sollten. Jede Sendung denke ich da nicht dran, machen wir es halt heute. Dass wir daran denken, dass alles im Licht der Bibel gemessen werden muss. Weil es zählt nur die Bibel. Alles andere ist Unsinn. Es kann nur das Wort Gottes zählen. Er ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Was zählt anderes für den Ton, als nur derjenige, der den Ton bearbeitet? Eben. Nichts. Nicht wahr? Und deswegen nochmals. All diese Lesungen messen alles, was da drin steht, an der Bibel. Und wenn es Bestand hat, gut. Und wenn es keinen Bestand hat, dann wird es verworfen. Und jetzt schauen wir uns halt im Licht der Bibel die römisch-katholische Messe an. Und wir werden sehen, welche Bestandteile der Messe im Licht der Bibel stehen bleiben und welche nicht. Okay? Aber danke für deinen Beitrag, Michael. Simon Magus, da haben wahrscheinlich selbst die meisten deutschen Zuschauer hiervon nicht gehört. Und ich kann es hier nur jedem anraten, wir können ja mal kurz einen kleinen Abschweifer machen auf meinen YouTube-Kanal, den ich letztens umbenannt habe. Der ist rein Englisch, der heißt The Papacy is the Antichrist. Und da gibt es eine Spielliste, ich hoffe, ich habe die hier irgendwo vorne stehen. Hier, Simon Peter vs. Simon Magus, das könnt ihr euch anschauen. Das sind in total, ich weiß nicht, 14 Videos oder sowas, mit Einleitung drum und bei. Da wird ein Buch gelesen von Ernest L. Martin, Simon Peter vs. Simon the Sorcerer. Das ist Englisch, okay. Jede Sendung ist über eine Stunde, gut. Es ist nicht viel angeguckt, das ist ja nicht meine Schuld. Das sollte man gesehen haben. Dann hat man ein sehr gutes Verständnis dafür, wie bereits damals dieses kleine Horn angefangen hat, sich zu formen, direkt nach der Apostelgeschichte, direkt nach der Himmelfahrt Jesu Christi. Also auf diesem Kanal, The Papacy is the Antichrist, die Spielliste Simon Peter vs. Simon Magus, hat Michael die Lesung
zusammen mit Brett, mit mir begleitet. Und wir haben da, ich weiß nicht, wie viele Videos gemacht. Wenn wir eben draufklicken, dann sehen wir das ja, wie viele das sind. Wenn der Computer hier mal reagiert. 17 Videos sind es in total geworden. Ne? Ja, das eben mal dazu. Also von daher danke Michael, dass du den Simon, den Zauberer, erwähnst. Das habe ich hier in diesem Zeitpunkt noch nicht gemacht. Vielleicht kommt das hier später noch, weiß ich nicht, werden wir sehen. Lass uns erstmal sehen, dass wir jetzt Nägel mit Köpfen machen, dass wir jetzt Stück für Stück in diesem Kapitel weitergehen. Sonst wird es vielleicht ein wenig zu verwirrend. Wir wollen ja nicht verwirren, das tut ein anderer. Wir wollen ganz deutlich sagen, was Sache ist und was im Licht der Bibel bestehen bleibt. Also, mit folgenden Worten fasst die katholische Enzyklopädie, ja, die in Druckfehlern, den katholische müsste das heißen, nicht katholischen, also das passiert selbst in solchen Büchern, dass man hier mal Druckfehler drin hat. Mit folgenden Worten fasst die katholische Enzyklopädie die katholische Position zusammen. Zitat: In der Feier der Heiligen Messe wird das Brot und der Wein in den Leib und das Blut des Christus verwandelt. Ja, das ist ein ganz wichtiges Wort hier. Es wird verwandelt. Man nennt diesen Akt Wandlung oder Wesensveränderung oder Transubstantiation, das im Englischen Transubstantiation genauso heißt und geschrieben wird. Denn im Sakrament der Eucharistie, ja, das ist also, hier geht es um ein Sakrament. Was ist ein Sakrament? Eine heilige Arbeit, zwischen Anführungszeichen heilig, Gott hat es nicht geheiligt, eine heilige Arbeit der römisch-katholischen Kirche, eines der Werke, ohne die, das ist unerlässlich, diese Werke zu haben, man nicht in die Erlösung der römisch-katholischen Kirche kommt. Ja, ganz einfach. Denn im Sakrament der Eucharistie bleibt die Substanz von Brot und Wein nicht bestehen, sondern die gesamte Substanz des Brotes wird in den Leib Christi verwandelt und die gesamte Substanz des Weins wird in sein Blut verwandelt. Und die gesamte Substanz, also es bleibt alleine der äußere Schein, dass es sich um Brot und Wein handelt. Man versucht diese Überzeugung mit den Worten Jesu zu begründen, als er vom Brot, welches er gesegnet hatte, sprach. Und dann kommt hier ein Auszug aus der Schlachterbibel. Warum geht das jetzt nicht auf? Warte mal, müsste doch hier auch, das ist der Text hier. Ja? Einsetzung des Mahles des Herrn. Ne? Also, man versucht diese Überzeugung mit den Worten Jesu zu begründen, als er von dem Brot, welches er gesegnet hatte, sprach. Matthäus 26, 26 bis 28. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen. Brach es, gab den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und in Lukas 22, 19 lesen wir noch: Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Er sagt es hier also ganz deutlich: Das tut zu meinem Gedächtnis. Ja? Was ich eben noch, wo ich eben noch mal darauf hinweisen wollte, es fällt mir jetzt eben erst auf, aber das ist eben immer in diesen Lesungen oder überhaupt in all meinen Lesungen, dass ich kann das noch so viel vorbereiten, obwohl ich jetzt hier heute nichts vorbereitet habe, dass auf einmal während der Lesung mir etwas auffällt, dass ich sage von, oh, das muss man ja mal vielleicht in dem Licht sehen. Hier steht: Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das für viele vergossen wird. Wo haben wir das denn noch gehört? Na, da schlagen wir doch mal eben die Bibel auf. Und zwar im Buch Daniel, das ist ja eins meiner Favoritenbücher, wie ihr inzwischen wohl wisst. Wo Sie nur mal eben sehen, dass ich das Buch Daniel hier auch eben mal ganz schnell in der Bibel aufschlagen kann. Das ist immer so, wenn man dann sowas sucht, vor allen Dingen in der Schlachter, da bin ich gar nicht so begonnen mit, wie das da drin liegt. In der König James klappt das immer ganz gut bei mir. Ich habe hier Jeremia und Klagelieder und Hesekiel und Hesekiel, Daniel. So, Kapitel 9. Wieder mal mein Lieblingskapitel, ne? Vers 27. Und er wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang.
Er nahm das Brot, dankte es, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ja? Die viele, für die er hier das Blut vergießt, das ist genau, das sind dieselben vielen, mit denen er hier den festen Bund schließt, eine Woche lang. Das kam mir gerade eben so ins Gedächtnis. Das ist schon ganz interessant, da mal drüber nachzudenken, warum diese Wortgebung hier auf einmal erscheint. Ja? Etwas wird für viele passieren. So oft kommt das in der Bibel nicht vor. Aber ausgerechnet in dem immer verschmähten Kapitel 9 von Daniel kommt es vor und hier in Matthäus 26. Ja? Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Ja, einen festeren Bund als den durch vergossenes Blut zu schließen, kann man doch nicht schließen, oder? Das zu dem Thema. Und von dem Kelch, sagt Jesus Christus eben, wie gesagt, eben vorgelesen, erst das Brot, dann den Kelch. So. Wenn man jedoch eine wörtliche Bedeutung dieser Aufforderung erzwingt, entstehen dadurch zahlreiche Interpretationsprobleme. Die Tatsache, dass Ausdrücke in der Bibel oft im übertragenen Sinn zu verstehen sind, wird in diesem Fall übergangen. Also mit anderen Worten, hier wird die wörtliche Auslegung des Buches akzeptiert und keine geistliche Auslegung des Buches, um es mal ganz profan zu sagen. Ja? Wobei wir alle wissen, dass die Bibel hauptsächlich ein Buch ist, das im Geiste geschrieben wurde. Ja? Es wurde von Gott Schreibern eingegeben. Gott hat durch den Geist die Schreiber inspiriert, dieses Buch zu schreiben, seine Worte zu schreiben. Das ist nicht nur alles wörtlich, wortwörtlich zu nehmen. Da sind auch viele Dinge eben auf einer geistigen Ebene zu verstehen. Da sind eben viele Dinge auch sinnbildlich zu verstehen. Deswegen ist eine wörtliche Bedeutung dieser Aufforderung nicht die beabsichtigte. Und dadurch sind eben auch viele Menschen dann in einem Fehler mit drin. Das muss man einfach mal so sagen. Also, die Tatsache, dass Ausdrücke der Bibel oft im übertragenen Sinn zu verstehen sind, wird in diesem Falle übergangen und nicht nur in diesem, in anderen auch. Als einige von Davids Männern ihr Leben riskierten, um ihm Wasser von Bethlehem zu bringen, lehnte er dies ab und sagte: Ist es nicht das Blut der Männer, die um ihr Leben hingegangen sind? Lesen wir im 2. Samuel Kapitel 23, Vers 17. Ja? Oder in der Schlachterbibel heißt es original übersetzt, so, Zitat, und er sprach, es sei fern von mir, o Herr, dass ich so etwas tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die ihr Leben gewagt haben und hingegangen sind? Darum wollte er nicht trinken. Das taten die drei Helden. Die Bibel nennt Jesus die Tür, den Wein und den Felsen. Johannes Kapitel 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also mit Weide meint er natürlich Nahrung. Ja? In diesem Sinn natürlich geistige Nahrung. Johannes Kapitel 15, Vers 5 sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. An einer anderen Stelle in der Bibel steht ebenso drin, dass wir ohne Christus nichts, aber mit Christus alles können. Das ist sinngemäß dieselbe Bedeutung wie hier von dem letzten Satz. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann gibt es noch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Auch der 1. Korintherbrief finde ich persönlich, auch den zweiten, sehr interessant, weil nach dem Brief an die Römer die Korinther die erste Kirche ist, die Paulus anspricht. Und die Nachricht, die er ihnen bringt, ist sehr, sehr wichtig. Im 1. Korintherbrief, vor allen Dingen 1. Korinther 1, 18, stehen immer sehr interessante Dinge drin, finde ich zumindest. 1. Korinther 10, 4, da steht geschrieben, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Jedermann erkennt, dass diese Aussagen im übertragenen Sinne verstanden werden müssen.
Wir glauben, dass dies auch für die Aussage des Christus gilt. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Brot und Wein sind Symbole seines Leibes und seines Blutes. Dies tut der Realität seiner Gegenwart während einer Versammlung von Gläubigen überhaupt keinen Abbruch. Denn er hat versprochen, das von mir so oft zitierte Matthäus Kapitel 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und zwar im Geist. Die Ablehnung des Gedankens, dass er buchstäblich in Brotstücken oder in einem Kelch gegenwärtig sei, bedeutet nicht, dass er nicht geistig unter den Gläubigen weilt. Nachdem Jesus die Elemente gesegnet hatte, also Brot und Wein, wurden sie nicht tatsächlich in sein Fleisch und sein Blut verwandelt, denn er war im wörtlichen Sinne ja immer noch da. Er entschwand nicht, um in Form von Brot und Wein wieder zu erscheinen. Nachdem er den Kelch gesegnet hatte, nannte er das Getränk immer noch das Gewächs des Weinstocks, nicht wirkliches Blut. Matthäus 26, 29, es steht geschrieben. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Da Jesus auch von dem Kelch trank, trank er dann sein eigenes Blut? Wäre der Wein tatsächliches Blut geworden, hätte die Bibel dessen Genuss verboten. Ja, meine lieben römischen Katholiken, da würde die Bibel sich ja sonst widersprechen. Aber die Bibel widerspricht sich nicht nur im Verstand des ungelernten Menschen, der sich nicht die Mühe macht, das Wort Gottes genügend zu studieren. Und wir können das nachlesen im Deuteronomium, also 5. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 16. Es steht geschrieben, nur das Blut sollst du nicht essen, sondern es auf die Erde gießen wie Wasser. Und es wird schon an einer früheren Stelle auch erwähnt, in Genesis Kapitel 9, ich weiß jetzt den Vers gerade eben nicht, aber Michael Perry und ich haben letztens in einer Bibelstudie das Genesis Kapitel 9, also das Ende der Sintflut und dann die Familie von Noah, die dann die Erde betreten hat, so intensiv, ich glaube in 3 oder 4 Sendungen auseinandergepflückt. Und da kam auch der Satz drin vor, weil es eben darum ging, dass ab diesem Moment die Tiere auch den Menschen zur Nahrung gegeben wurden. Das war vor der Flut nicht so, obwohl der Mensch bereits in einem gefallenen Stadium war, die ganze Erde, die Tiere auch. Aber vor der Flut wurde es von Gott nicht ordiniert, dass man tierisches Fleisch essen darf. Nach der Flut ja. Und da steht ganz deutlich drin, dass man das Blut selbst nicht essen soll, denn in dem Blut ist das Leben. So Jesus Christus sagt von sich hier, das Blut ist mein, der Wein ist mein Blut, das Blut ist Leben. Jesus Christus sagt von sich selbst, er ist das Leben. Seht ihr nicht, wie diese ganzen Dinge geistig zusammenhängen und immer wieder kommen? Was soll das denn, wenn ich wieder Blut trinke? Wo deutlich in der Bibel, in Genesis Kapitel 9 und hier auch in Deuteronomium Kapitel 12 deutlich drinsteht, nur das Blut sollst du nicht essen, sondern es auf die Erde gießen wie Wasser. Ja? Also das nächste Mal, wenn ihr euch eine Blutwurst aufschneidet, dann denkt da mal dran, was der Herr darüber sagt, um Blut zu essen, in dem das Leben steckt. Übrigens auch in Apostelgeschichte 15, Vers 20. Darum urteile ich, oh Jörg, wir dürfen doch gar nicht urteilen. Ach nee, warum urteilt denn dann der Apostel? Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll. Ja, das ist in einer Dissertation, die er hier mit Petrus hat. Sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Ja, also, dass man eben nicht judaisiert. Ja, sondern dass man den Leuten ganz deutlich sagt, das sind die Grenzen, die überall eingehalten werden sollen. Ja, man soll den Heiden keine Lasten auflegen durch viele andere Gesetze, die die Juden hatten. Man soll ihnen nur sagen, verunreinigt euch nicht durch Fleisch zu essen, das Götzen geopfert wurde, mit der Bestimmung, dass es Götzen geopfert wurde und ihr in dem Verständnis, dass es Götzen geopfert wurde, dass ihr es in dem Verständnis ist, sondern wenn ihr das Götzen geopferte Fleisch esst und ihr sagt, das interessiert mich nicht, dass das eine Götze geopfert wurde, ich esse das nur, weil es Fleisch ist, dann sagt die Bibel, ist das in Ordnung. Aber nicht, weil man es eben tut, eben weil es einer Götze geopfert wurde. Von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Also wieder mal das Blut und ja, die Bibelstelle aus Kapitel 9
im Genesis, die haben wir hier anscheinend vergessen. Aber da steht es auch drin. Es gibt keinen Beweis dafür, fährt der Autor fort, dass durch das römische Ritual irgendeine Veränderung an den Elementen geschieht. Sie haben weiterhin den gleichen Geschmack, sie haben die gleiche Farbe, den gleichen Geruch, sie haben das gleiche Gewicht und Maß. Das Brot schaut immer noch wie ein Brot aus, schmeckt wie Brot, riecht wie Brot, fühlt sich an wie Brot. Wie sagt man das so schön im Englischen? If it walks like a duck and quacks like a duck, it probably is a duck. Ja? Wenn was quakt wie eine Ente und geht wie eine Ente, dann ist es wahrscheinlich eine Ente. Ja? Genau so ist das. Wenn Brot aussieht wie Brot, schmeckt wie Brot, riecht wie Brot und sich wie Brot anfühlt, dann ist es wahrscheinlich Brot. In der katholischen Vorstellung jedoch ist es das Fleisch Gottes. Der Wein sieht ebenfalls immer noch wie Wein aus, schmeckt weiterhin wie Wein und wenn man nur genug davon trinkt, würde man davon genauso betrunken werden wie von jedem anderen Wein auch. Aber es wird von dem Getränk geglaubt, es sei das Blut Gottes. Wenn der Priester das Brot und den Wein segnet, spricht er die lateinischen Worte hoc est enim corpus meum. Und hierzu habe ich dann noch eine Wikipedia-Seite, die wir gleich mal eben durchgehen. Angesichts der Tatsache, dass keine Veränderung stattfindet, können wir gut nachvollziehen, wie der Ausdruck Hokuspokus in diesen Worten seinen Ursprung hatte. Welche Seite machen wir in Wikipedia auf? Wir schauen uns an das Wort Konsekration. Ja? Konsekration aus dem lateinischen Wort weihen oder heiligen ist in der römischen Antike wie im Christentum, ja, dem widerspreche ich hier, das ist Katholizismus, muss das heißen, die Übertragung einer Person oder Sache in den sakralen, also heiligen Bereich. Meist ist im Christentum, also im Katholizismus, mit dem Begriff Konsekration eine liturgische Handlung, also eine heilige, eine biblische Handlung, ja, gemeint, die in der römisch-katholischen Kirche, bei den orthodoxen Kirchen, bei den Anglikanern, den evangelisch-lutherischen Kirchen und der Christengemeinschaft praktiziert wird. Ja, eine wirkliche Christengemeinschaft praktiziert das nicht. Nun hier, gleich im allerersten Satz wissen wir, dass das alles eine einzige große Lüge ist, die, wenn man ihr die Bibel entgegenhält, nicht bestehen kann, also im Licht der Bibel nicht besteht. Konsekration aus dem lateinischen Wort consecrare, weihen oder heiligen. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, wer kann denn etwas heiligen? Die römisch-katholische Kirche? Ein Priester, der genauso ein Sünder und ein schlechter Mensch ist wie du und ich? Ein Bischof in der römisch-katholischen Hierarchie? Ein Kardinal oder ein Papst? Das sind doch alles nur Menschen. Die sind genauso aus Fleisch und Blut gemacht wie du und ich. Die sind genauso in Sünde und Übertretungen geboren wie alle anderen, wie es in der Bibel geschrieben steht. Ja? Dass wir alle in Sünde und Übertretungen geboren wurden. Wie kann denn jemand, der nicht heilig ist, etwas heilig machen? Ich hoffe, dass dieser Punkt deutlich ist. Das geht nicht. Heiligen kann nur derjenige, der heilig ist. Nur wer ist denn dann heilig? Unser Vater im Himmel, ne? Und der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, der ja nicht umsonst Heiliger Geist heißt. Diese drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Gottheit, ja, viele Leute nennen das die Trinität, das ist aber auch wieder eine Irrlehre, aber die Gottheit, wie sie in der Bibel beschrieben steht, der Gott Israels, der einer ist, wie in der Bibel ganz deutlich geschrieben steht, der ist heilig. Hatten wir das gerade nicht auch in dem Lied von Alexander auch gehört? War es da nicht auch irgendwie heilig genannt? Gucken wir uns mal eben den Text an. Habe ich den hier bei? Oh, jetzt habe ich den Text von Alexander hier nicht bei, obwohl ich den gestern geöffnet hatte. Warte mal, gucken wir mal, ob ich das hier irgendwo bei. Du warst gerade drauf. Aber mir kommt noch etwas in den Sinn, wenn ich das lese in der römischen Antike. Also das heißt, die Priester schon im Heidentum haben diese Weihung gemacht. Also die haben sich ja auch hier auf ein Ritual bezogen. Wo
Wo steht hier jetzt was mit heilig? Ich dachte, es steht hier was mit heilig. Freude am Himmel, Vater des Lichts, unser Schöpfer. Nee, das Wort heilig kommt dir jetzt nicht vor, aber ja, ergibt sich aus dem Sinn natürlich, ne? Ja, sag nochmal, Alexander, ich hatte eben nicht gut zugehört. Ich war hier am Suchen. Was hast du gesagt? Wenn ich das lese jetzt in Wikipedia, den ersten Satz, ist in der römischen Antike. Also das heißt, diese Konsekration fand schon statt, bevor das Christentum entstanden ist. Also ist das auch wieder etwas, wo man kann sagen, es ist eine Adoption, eine missionarische. Genau, es kommt aus der Zeit lange vor dem Christentum und beweist wieder einmal, dass der römische Katholizismus mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Antike bezeichnet eine Epoche, die etwa von 800 vor bis 600 nach Christi reicht. Wobei der Beginn teilweise noch deutlich früher angesetzt wird. Hier gibt Wikipedia einen ganz kleinen Hint dahin von, Leute, schaut mal nach Babylon. Da kommt es nämlich eigentlich ursprünglich her. Ja? Das Konsekrieren, das Heiligmachen. Also hier probiert ein Mensch etwas heilig zu machen, aber ein Mensch ist fehlbar, böse, schlecht in seinem Herzen, ein Sünder und kann nichts heilig machen. Hier, wenn man diesen Wikipedia-Artikel liest, dann weiß man gleich, nach dem ersten Satz im Licht der Bibel gehalten, ist dieser ganze Artikel gleich direkt für die Tonne. Ja? Also, dass hier steht, dass der Priester das Brot und den Wein segnet, spricht er die lateinischen Worte und angesichts der Tatsache und so weiter und so weiter. Er segnet das. Das heißt, er konsekriert es, er weiht es, er macht es heilig und das kann er nicht. Wenn er das nicht kann, sondern wenn er das nur sagt, dann ist es genau das, was hier der Autor schreibt. Es ist nichts anderes als Hokus Pokus. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann sich natürlich gerne noch den ganzen Artikel durchlesen. Ich habe da mal vorhin kurz durchgeblättert. Aber da steht so viel Mist drin, dass ich da meine Zeit wirklich nicht dran geben wollte. Weil alleine hier schon im allerersten Satz ganz deutlich wird, dass das im Licht der Bibel keinen Bestand hat. Und wenn der erste Satz gleich im Licht der Bibel verworfen werden kann, dann muss ich den Rest gar nicht mehr lesen. Finde ich zumindest. Aber danke, Alexander, für deinen Einwurf hier. Die Kurzgeschichte am Ende. Die Kurzgeschichte am Ende dieses Kapitels ist nicht aus Unhöflichkeit in das Buch aufgenommen worden oder um das lächerlich zu machen, was viele ernsthafte Katholiken als eine äußerst heilige Zeremonie betrachten. Also hier spricht der Autor von dem wunderbaren Gedicht im Englischen, das wir ja am Ende in Kurzgeschichtenform in Deutsch auch lesen wollen. Also ihr werdet hier schon mal ein wenig dafür warm gemacht, auch wirklich bis zum Ende der Lesung dabei zu bleiben. Trotz seiner Rohheit, also aus dieser Kurzgeschichte, wird doch das Entscheidende klar gemacht. Das Konzil der ausgebildeten Theologen von Trient, wieder einmal, verkündete, dass der Glaube an die Wandlung notwendig zur Errettung ist. An was erinnern uns denn die Worte notwendig zur Errettung? Erinnert ihr euch noch die Bulle des Antichristen Papst Bonifaz des VIII. Aus 1302? Unam Sanctam. Es ist absolut notwendig zur Errettung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein? Das Konzil der ausgebildeten Theologen von Trient zwischen 1545 und 1563, das konter- oder gegenreformatorische Konzil, verkündete, dass der Glaube an die Wandlung notwendig zur Errettung ist und sprach Flüche aus, die bis heute, 2020, immer noch gültig sind. Sprach Flüche aus über jeden, der dies verneint. Ah, da kam gerade das Bild mit der Ente.
Das Konzil beauftragte die Pfarrer zu erklären, dass nicht nur die Elemente der Messe Fleisch, Knochen und Nervenzellen als ein Teil des Christus enthielten, sondern auch den ganzen Christus. Die katholische Enzyklopädie schreibt dazu, Zitat, das Dogma der Vollkommenheit der wahrhaften Gegenwart bedeutet, dass der ganze Christus, Fleisch und Blut, Körper und Seele, Göttlichkeit und Menschlichkeit in jedem einzelnen der Elemente tatsächlich gegenwärtig ist. Wenn wir das an der Bibel messen, dann lesen wir Matthäus 26 bis 28, wie wir hier oben gelesen haben. Ne? Lukas 22, 19, das tut zu meinem Gedächtnis. Die Verfluchungen der sogenannten gelernten oder gelehrten Theologen, ja, Moment, da mache ich mal eben Pause, jetzt trage ich hier eben dieses in Englisch vor, in der Lesung. Was wollte ich jetzt sagen? Wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Hilf mir mal eben, was war mein letzter Satz? Ich habe jetzt den Faden verloren, weil ich hier auf das Video geguckt habe. Nee, kann mir keiner eben sagen, was mein letzter Satz war. Ich kann ja nicht zurückspulen. Du hast dich jetzt auf Matthäus bezogen. Ja, ja, ich habe mich hier auf Matthäus bezogen, dass das eben, wie in Lukas eben stand, Lukas 22, 19, das tut zu meinem Gedächtnis. Genau, danke, das war der Punkt, den ich machen wollte. In Trient, in dem gegenreformatorischen Konzil von Trient, da wurde eben gesagt, ein jeder, der diese Textstelle, Lukas 22, 19, anholt, dies tut zu meinem Gedächtnis, ja, tut in Erinnerung an mich. Das ist nicht das, das tatsächlich ich bin, wie hier steht, ja, dass es sein sollte, wie die römisch-katholische Kirche das lehrt, Fleisch, Blut, Körper, Seele, Göttlichkeit und Menschlichkeit, sondern das tun wir in Erinnerung an ihn. Wer das sagt, der ist nach dem Konzil von Trient verflucht. Verflucht. Anathema. Aus der Kirche ausgestoßen. Aus der einzigen wahren heiligen Kirche Jesu Christi, außerhalb derer es keine Erlösung gibt. Wenn man das glaubt, dann kann man gar nicht anders, als das zu akzeptieren. Und die armen Katholiken, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, und dieses Abendmahl dort zelebrieren, ja, also feiern und sich daran beteiligen und das Brot in den Mund gesteckt bekommen, weil den Wein bekommen sie gar nicht, das ist wieder eine andere Sache, eine andere Geschichte für ein anderes Mal, die praktizieren im Grunde nichts anderes als Kannibalismus und sind sich da überhaupt nicht von bewusst. Das hat auch noch ganz andere Konsequenzen, Opfer und so weiter, da kommen wir noch drauf. Das ist jetzt hier nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass die Leute nicht die geistige Reservation haben dürfen, von zu sagen, oder den geistigen Verstand haben dürfen von, dies tue ich nur im Verständnis, dass das symbolisch steht für Jesus Christus. Die römisch-katholische Kirche lehrt dogmatisch, ja, römische katholische Enzyklopädie, könnt ihr da selber nachlesen. Das Dogma der Vollkommenheit, ja, sie lehrt dogmatisch, wie ich sagte, der wahrhaften Gegenwart bedeutet, dass der ganze Christus, Fleisch und Blut, Körper und Seele, Göttlichkeit und Menschlichkeit in jedem einzelnen der Elemente tatsächlich gegenwärtig ist. Wenn man das nicht glaubt, ist man verflucht. Ja, ich stoppe den Film jetzt hier eben, weil es geht jetzt hier in das Gedicht rein und ich will ja das nicht schon vorher wegnehmen. So, lassen wir das mal da stehen. Nehmen wir inzwischen mal ein Bild von der Lesung. Ach so, von der Lesung. Das hier daneben.
Das zweite Unterkapitel dieses 17. Kapitels über die Messe lautet: Das zwischen Anführungszeichen vollbrachte Werk von Golgatha und die Messe. Man glaubt, dass der Priester Christus opfert, wenn er das Brot darbringt, das zu Christus geworden ist. Es wurde vom Konzil von Trient ein Fluch über jeden ausgesprochen, der etwas anderes glaubt. Zitat: Wenn jemand sagt, dass es nicht so ist, ja, wenn ich das in Gedächtnis an ihn tue, dass in der Messe ein wahres und korrektes Opfer Gott dargebracht wird, lass ihn Anathema sein, also verflucht sein. Nach katholischer Überzeugung ist dieses Opfer eine Erneuerung des Opfers am Kreuz. Und ich gehe noch ein wenig weiter. Dieses Opfer, wie es hier dargestellt wird, wie es hier gelehrt wird und von der römisch-katholischen Kirche tausendfach täglich über die ganze Welt verteilt immer wieder stattfindet, dieses Opfer ist eine Leugnung des einmaligen, perfekten Opfers unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz selber. Wenn Jesus Christus, bevor er den Geist aufgibt, spricht, es ist vollbracht, und wenn er damit die Opferung und Speisopfer aufhören lässt, wie in Daniel Kapitel 9 unter anderem beschrieben sind, wenn in dem Augenblick, in dem Jesus Christus den Geist aufgibt, der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen wird, um das Heiligste des Heiligen im Tempel bloßzulegen, dann ist das ein unwidersprechliches Zeichen oder unwiderrufliches Zeichen, dass das Opfer, das Jesus Christus selbst darbringt, am Kreuz das einzige Opfer ist, das unserem Vater im Himmel gefällt. Das einzige Opfer, das er überhaupt nur akzeptieren wird. Das Opfer kommt von Jesus Christus selber. Ja, Jesus Christus wurde von den Römern ans Kreuz genagelt, das stimmt. Ja, die Juden wollten, dass Jesus Christus gekreuzigt wird, das stimmt. Aber Jesus Christus ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Er hat sein Leben gelassen für seine Freunde, für seine Brüder, für seine Schwestern, für diejenigen, die an ihn glauben auf dieser Welt. Er wurde zwar physisch von seinen Feinden ermordet, wenn man das jetzt so stellen kann. Ich würde noch das Wort ermordet, da bin ich schon vorsichtig mit. Er ist da freiwillig, hat er sich ermorden lassen, sagen wir mal so. Deswegen ist es ja ein Opfer. Er hat sich selbst geopfert. Und das ist das einzige Opfer, das Gott in der Bibel überhaupt erkennt. Und was macht jetzt die römisch-katholische Kirche? Was macht der Priester? Der Priester ernennt sich selbst zu Christus und opfert ihn wieder und wieder und wieder. Eine Erneuerung des Opfers am Kreuz. Hat Jesus Christus jemals irgendwie gesagt von, und das, was ich jetzt hier gemacht habe, das muss wieder erneuert werden? Das muss nochmal gemacht werden? Das hat keinen Bestand? Nein, in der Bibel steht, vor allen Dingen in Hebräer, ich meine Kapitel 10, deutlich drin über das Opfer Jesu Christi, dass es ein und für alle Mal von ihm gebracht wurde. Schauen wir eben, ich glaube, es ist Kapitel 10 in der Schlachterbibel. Mal eben gucken, wo ich die hier habe, ob ich das mal eben schnell aufschlagen kann, dass wir nicht zu weit abweichen. Aber ich meine, wenn wir so eine wichtige Sache besprechen, dann sollten wir uns auch ein wenig in der Bibel hier und da mal vertiefen. Wo habe ich denn die Hebräer hier? Und dann Kapitel 10 müsste das sein, oder? Das einmalige, vollkommene Sühnopfer Jesu Christi. Ja, deutlicher kann man es doch nicht sagen, oder? Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. So, was macht die römisch-katholische Kirche? Dieses Opfer immer wieder, eine Erneuerung des Opfers am Kreuz, bringt sie immer wieder in jeder Messe. Also absolut konträr gegenüber der Lehre, was wir hier in Hebräer lesen. Ja? Ist das nicht mal interessant? Weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, den Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten?
ne, wir müssen ja, dürfen ja nicht vergessen, die jüdischen Priester, die das Opfer gebracht hatten im Tempel, die mussten ja erstmal für ihre eigenen Sünden sich reinmachen und dann erst konnten sie für das Volk opfern. Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Deswegen kann nur das Blut Jesu Christi Sünden hinwegnehmen. Und das Blut von Stieren und Böcken stand nur symbolisch für das Opfer Jesu Christi. Ja? Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort: Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und von daher eben keine Erneuerung des Opfers in jeder römisch-katholischen Messe nötig mehr. Das ist eben die Taten dieser Welt, Messen an der Bibel. Anders kann ich es wirklich nicht erklären. Anders fehlen mir die Worte dazu. Deutlicher kann ich es nicht machen. Ich denke, jeder, der hier Hebräer 10 einmal mit offenen Augen liest und das und dann gegen dieses Buch hält, dem muss deutlich werden, es kann nicht anders, um zu verstehen, dass hier der Mensch seine eigenen Regeln aufsteht und gegen die Lösung oder gegen die Ordnung Gottes angeht. Ja? Jesus Christus, sein Opfer, war ein für alle Mal. Das haben wir gerade eben gelesen hier. Wo stand das hier? Ein für alle Mal. Hast du doch markiert. Ah ja, okay, ja, ja, danke. Das Markierte sehe ich nicht. Dankeschön, ja. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Und eben nicht jedes Mal in der römisch-katholischen Messe zu wiederholen. Ein weiteres Zitat aus dem Buch: Christus befahl, dass sein blutiges Opfer am Kreuz täglich erneuert wird, in der Messe durch ein unblutiges Opfer seines Leibes und Blutes mit den einfachen Elementen Brot und Wein. Ja, hat er das gesagt? Christus befahl, dass sein blutiges Opfer am Kreuz täglich erneuert wird. Hier lesen wir etwas anderes. In der Messe durch ein unblutiges Opfer seines Leibes und Blutes. Aber wie kann denn das Opfer, das in der Messe dargebracht wird, unblutig sein, wenn ich doch den Wein und das Brot in den Leib und die Seele, in die Göttlichkeit und Menschlichkeit, in das Fleisch und Blut Jesu Christi Wesens verändere, dann ist es ja nicht unblutig, oder? Also es ist wieder ein Widerspruch in sich selber. Und hier sehen wir übrigens mal ein Bild von dem Papst, der die Messe am Hochaltar des Petersdoms zelebriert. Dass hier oben Sonnensymbole zu sehen sind und so, das ist Gegenstand einer anderen Lesung. Und dass das ein besonders satanischer Altar ist, ist wieder eine andere Sache. Aber alleine, wenn man dieses Bild schon sieht, dann können sich jedem bibelgläubigen Christen, kann sich eigentlich nur der Magen umdrehen. Nicht wahr? Da die Elemente in Christus, fahren wir fort mit dem Film hier, da die Elemente in Christus verwandelt werden, ist er in unseren Kirchen nicht nur im geistlichen Sinne gegenwärtig, sondern tatsächlich, wahrhaftig und substanziell als das Opfer einer Opfergabe. Ja? So lautet die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Obwohl das Ritual millionenfach durchgeführt worden ist, werden Erklärungsversuche veranstaltet, dass es sich um das gleiche Opfer wie das auf Golgatha handle, da das Opfer in beiden Fällen Jesus Christus ist. Jetzt haben wir eben eine kleine Anekdote hierzu. Nur in der römisch-katholischen, abergläubischen Religion kann das geschöpfte Wesen seinen Schöpfer schaffen. Ich hoffe, das habt ihr gut verstanden.
Weil das ist genau das, was passiert, wenn der Priester diese, wie wir vorher angeführt haben, sogenannten, zwischen Anführungszeichen, Hokuspokus-Worte spricht, hoc est corpus enim meum, mit denen er das Brot und den Wein verändert, Wesensveränderung durchführt in den wahren Jesus Christus. Das heißt, er produziert Jesus Christus hier auf Erden. Das geschaffene Wesen, das geschaffene, falsche, schlechte Wesen des Priesters, ein Mensch, schafft seinen Schöpfer. Tja. Und er schafft ihn nicht nur, sondern danach bittet er ihn auch etwas. Ne? Also Christus, erhöre uns, und so kommt er dann in der katholischen Messe auch noch. Ne? Ja, manchmal also, fehlen einfach die Worte. Völlig, völlig inkonsistent auch. Ne? Wenn ich jemanden, wenn ich irgendetwas erschaffe, dann bin ich ja eigentlich der Creator, bin ich ja eigentlich der Schöpfer. Ne? Wieso bitte ich dann wieder das geschöpfte Wesen, in dem Fall wäre es ja dann aus Sicht der katholischen Kirche, ja Christus, wieso bitte ich den dann wieder um was, wenn ich doch der Schöpfer dessen bin? Also es, die Katze beißt sich da permanent in den Schwanz. Ne? Ja, richtig. Und was wir gut lesen müssen, eben auch, obwohl das Ritual millionenfach durchgeführt wird, ja, handelt es sich immer wieder um das Opfer auf Golgatha. Millionenfach und das täglich oder wöchentlich. Ja. Ich habe sie noch nicht gezählt, aber es gibt Kirchen, da findet Messe mehrmals täglich statt auf dieser Welt. Ja. Also das ist wirklich Heidentum in, wie man so schön in Französisch sagt, pur sang. Im wahrsten Sinn des Wortes sagt man, glaube ich, im Deutschen dazu. Die Vorstellung, fährt der Autor vor, zu sagen, dass Christus in Fleisch und Blut, Körper und Seele, Göttlichkeit und Menschlichkeit als eine Erneuerung des Opfers am Kreuz wiederholt dargebracht wird, steht im krassen Widerspruch zu den Worten Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Johannes 19,30, habe ich ja vorher auch schon mal gebracht. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Opfer des Alten Testaments mussten beständig dargebracht werden, weil keines von ihnen das vollkommene Opfer war. Nur Jesus ist das vollkommene Opfer, die anderen waren nur Schatten dessen, das da kommen wird. Doch nun sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser Christus aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Aus dem Buch der Hebräer, wo wir ja gerade eben schon mal ein Stück gelesen haben. Dann lesen wir hier eben noch mal Hebräer Kapitel 10, was ich ja auch gerade aufgemacht hatte, Verse 10 bis 14. Nochmal, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, ja, gedenkt mal Daniel 9 dabei, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben, also Beschneidung der Herzen und nicht mehr Beschneidung des Fleisches, und sie in ihre Sinne schreiben, das heißt in ihren Verstand. Hier mit dem genannten Bund nimmt Jesus Bezug auf Daniel 9,27, wo es heißt, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Also hier habe ich in einem Kommentar bereits Daniel erwähnt, aber das war vor, weiß ich nicht, wie langer Zeit, dass ich die Kommentare geschrieben habe. Nach der katholischen Lehre, machen wir das Video mal weiter hier, nach der katholischen Lehre soll das Opfer des Christus am Kreuz täglich erneuert werden. Aber im Neuen Testament wird die Vorstellung des täglichen Opfers dem einen Opfer des Christus entgegengesetzt.
Er sollte nicht immer wieder geopfert werden, denn wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, so wird auch Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Das lesen wir im Kapitel der Hebräer davor, Kapitel 9, Vers 7 bis 28, Zitat. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Wenn man dies beachtet, dann bedeutet das, dass diejenigen, die glauben, dass das Opfer am Kreuz in der Messe, die glauben, dass das Opfer am Kreuz in der Messe beständig wiederholt werden muss, auf eine Art und Weise für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Hebräer Kapitel 6, Vers 6. Und die dann Entschuldigung, wenn ich gerade schon reingrätsche. Ja? Mit Erneuerung, da kommt mir noch etwas in Sinn. Ja? Beim letzten Vatikanischen Konzil, da wurde ja auch die Erneuerung des Heiligen Geistes ausgesprochen. Also, des Heiligen Geistes, der in der römisch-katholischen Kirche herrscht, ne? Ja, der wurde ja auf die ganze Christenheit losgelassen, auch die charismatische Bewegung, alle haben diese Erneuerung des Heiligen Geistes. Also. Ja, ja, Christenheit musst du hier mit Katholizismus gleichsetzen. Ja, klar. Ja, ja, ich will nur eben sagen, da musst du ja eben deutlich sein, ne? Es geht hier um das Zweite Vatikanische Konzil, das stattgefunden hat zwischen Dezember 1965 und 1962 und 1965. Knapp 3 Jahre lang, eröffnet durch Antichrist Papst Johannes den 23. und dann fortgesetzt von Paul dem 6., wo eben diese Erneuerung des Geistes dazu geführt hat, dass wir eben das ökumenische Konzil haben, dass wir auf einmal nicht mehr von Ketzern sprechen, sondern von getrennten Brüdern. Da haben ja die ganzen Andersgläubigen der römisch-katholischen Kirche auf einmal einen anderen Namen bekommen. Sie waren auf einmal getrennte Brüder. Na? Und natürlich, dieser Geist hat alles erneuert und auch die charismatische Bewegung wurde da ganz doll hochgehoben. Und diese charismatische und ökumenische Bewegung, die sich seitdem in Gang gesetzt hat, hat ja dazu geführt, dass 1999 die römisch-katholische Kirche mit der Lutherischen Weltvereinigung einen Vertrag unterzeichnet hat über die gemeinschaftliche Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Und ein paar Jahre später die Methodisten das getan haben und heute eben alle wieder unter einem Hut zurückgekommen sind. Ja, sehr guter Punkt, den du da gemacht hast. Dank dir. Fahren wir nochmal eben fort. Ja. Und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Da steht in Hebräer 6,6 geschrieben, das, was hier in Hebräer 6,6 steht, meine lieben Brüder und Schwestern, das ist nichts weiter als eine Beschreibung der Messe. Das ist eine Beschreibung der römisch-katholischen Messe, wie sie in der Bibel vorausgesagt wird. Die dann abgefallen sind, Katholiken sind abgefallene Christen, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Das heißt, sie nehmen einen selbstgemachten Sohn Gottes. Sie nehmen nicht den, den der Vater geschickt hat, sondern einen, den sie sich selbst geben. Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen im Namen meines Vaters und ihr erkennt mich nicht. Ein anderer wird kommen in dem Namen, den der Vater ihm nicht gegeben hat und den werdet ihr akzeptieren. Das fängt an mit der römisch-katholischen Messe, das fängt an mit dem Dogma der Transsubstantiation. Ja? Das fängt an mit dem Opfer, das hier wieder mal dargebracht wird. Ja? Ein Opfer, das dargebracht wird, um jemanden oder irgendetwas zu heiligen, kann nur ein Opfer sein, das das wahre Opfer Jesu Christi verneint, weil es kann nur ein Opfer geben. Entweder ist es das Opfer von Jesus Christus oder es ist das Opfer der Kirche. Die Kirche sagt, es ist unser Opfer. Jesus Christus sagt, es ist mein Opfer. Und ihr müsst euch entscheiden, wem ihr glaubt. Lauft ihr dem Menschen hinterher oder glaubt ihr, was Gott zu diesem Thema sagt? Nachdem das Brot von dem Priester in Christus umgewandelt wurde, wird es auf eine Monstranz in die Mitte eines Sonnenrades gelegt. Das haben wir hier vor ein paar Minuten auch ein schönes Bild gehabt. Hier, warte mal, die Monstranz. Ich glaube, es fängt hier an.
Ja, hier seht ihr die Monstranz, ich lasse es bei diesem Bild hier. Ja? Das ist eine Monstranz, ja, mit einem natürlich Sunburst, also mit Sonnenstrahlen, ja, mit Beiß. Ist eigentlich ein Symbol für die Sonne, ne? Auf die Mitte des Sonnenrades gelegt. Vor dieser Monstranz beugen sich Katholiken nieder und beten die kleine Hostie als Gott an. Naja, weil der Priester hat das Brot ja in das Wesen Jesu Christi verändert. Jesus Christus ist Gott. Also, wenn ich das Brot anbete, bete ich Jesus Christus an. Das Brot ist aber eine Götze. Es ist etwas Geschaffenes, Materielles. Gott will im Geist und in Wahrheit angebetet werden und nicht mit irgendwelchen Gegenständen. Diese Praktik der Weise ist der Weise heidnischer Stämme ähnlich, die Fetische anbeten. Erinnern wir uns doch mal kurz an die Amazonas-Synode. Ende 2019, Beginn 2020. Ja? Was haben die denn da gemacht? Die haben doch Fetische angebetet. Ist das biblisch? Fragt der Autor. Nun beachtet mal, was die katholische Enzyklopädie hierzu schreibt. Aus dem Mund der römisch-katholischen Kirche selbst kommen diese Worte. Zitat: Trotz der Abwesenheit irgendeines biblischen Belegs findet die Kirche die Berechtigung und Korrektheit der Gott wohlgefälligen Anbetung des heiligen Sakraments in der sehr alten und fortlaufenden Tradition. Ende Zitat. Und das wollen sie uns dann verkaufen, indem sie hier einen Bibelvers anholen, Markus Kapitel 7, Vers 13, Zitat: Und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf. Und viele ähnliche Dinge tut ihr. Auch wieder mal meines Erachtens eine Falschübersetzung aus der Schlachter, um es mal ganz deutlich so zu sagen. Eure Überlieferung, und im Englischen steht das Wort Tradition. Überlieferung kann für viele Dinge stehen. Überlieferung muss nicht für Tradition stehen. Es gibt im Deutschen auch das Wort Tradition. Also hätte man das wunderbar mit demselben Wort übersetzen können. Überlieferung ist auch was anderes. Ja? Überlieferung ist wie zum Beispiel dieses Kinderspiel, die Reise nach Jerusalem oder Post nach Jerusalem oder wie das heißt da. Oder Stille Post oder sowas. Das sind Überlieferungen. Ne? Der eine flüstert was im Ohr und was kommt 10 Uhr später hinten raus? Was ganz anderes. Das ist Überlieferung. Tradition ist Tradition. Hier hat die Schlachter wieder einmal nicht korrekt übersetzt. Die Übernahme der Vorstellung, dass die Elemente des Abendmahls zu echtem Fleisch und Blut Christi werden, hatte seine Probleme. Tertullian, den wir hier gerade eben im Bild gesehen haben, berichtet uns, dass die Priester sehr darauf bedacht waren, dass keine Krume auf den Boden fiel, aus Furcht, dass der Leib Christi verletzt werden könnte. Man glaubte, dass selbst eine Krume den ganzen Christus beinhalte. Im Mittelalter gab es ernsthafte Diskussionen darüber, was geschehen sollte, wenn sich ein Mensch übergeben müsse, nachdem er die Kommunion empfangen hatte, oder wenn ein Hund oder eine Maus versehentlich Gottes Leib verspeisen würde. Beim Konzil von Konstanz, ja, 1415 in der Zeit, wo Jan Hus geopfert wurde, wurde darüber diskutiert, ob ein Mann, der etwas von dem Blut Christi auf seinen Bart tropfen ließ, seinen Bart abbrennen lassen müsse oder ob der Bart und der Mann verbrannt werden sollten. Auf allen Seiten wird zugegeben, dass mit der Vorstellung von der Wandlung zahlreiche seltsame Lehren verbunden sind. Gehen wir nochmal eben auf das letztgezeigte Bild hier zurück, ja, der durchgestrichene Becher. Warum? Weil eben die römisch-katholische Kirche ihren Gläubigen, ihren Laien, wie sie sie nennt, eben nur die Hälfte des Abendmahls gewährt, nämlich das Brot. Der Becher wird ihnen vorenthalten. So, und wir haben hier beim Konzil von Konstanz, da wurde darüber diskutiert. Warum wurde darüber diskutiert beim Konzil von Konstanz? Weil Jan Hus seiner Kongregation in Prag, wo er die Bibel den Menschen in ihrer eigenen Sprache gelehrt hat, das Abendmahl gegeben hat, aus den zwei Wesensarten, nämlich aus dem Brot und dem Wein. Und die römisch-katholische Kirche hat das vorher bereits verdammt und hat den Menschen das Trinken des Weines verboten.
Es könnte ja eben ein Tropfen am Bart kleben bleiben. Oder es könnte ein Tropfen vergossen werden. Deswegen hat man das abgeschafft. Die römisch-katholische Kirche gibt das Abendmahl nur in einer Form, nämlich nur im Brot. Jan Hus hat es in zwei gemacht. Und das war einer der Gründe, weshalb sie ihn in Konstanz lebend verbrannt hatten. Darüber hatten wir aber in einer anderen Lesung gesprochen, über Jan Hus. Das war während der Zeit der Lesung des wunderbaren Buches, das viele Leute meines Erachtens viel zu wenig schätzen gelernt haben, Romanismus und die Reformation von Henry Cretton Guinness. Ich kann jedem nur anraten, neben dieser Lesung sich das Buch von Henry Cretton Guinness anzuschauen, die Übersetzung, die Max sehr mühevoll zusammengestellt hat, oder aber sich die Lesungen anzuschauen. Das sind etwas über 40 Lesungen, ich glaube 45 oder 46 oder, boah, weiß ich nicht mehr, oder 30, 4 im Englischen, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls einige Lesungen für das Buch, super, super interessant, wird auch sehr auf dieses Thema eingegangen, wird vor allen Dingen auf Jan Hus eingegangen, ja. Jan Hus, der Martin Luther angekündigt hat nach dem Motto, ihr könnt heute diese Gans hier töten, ne? Weil Hus ist das, welche Sprache hat er wieder gesprochen? Tschechisch, das tschechische Wort für Gans ist Hus. Ne? Diese Gans könnt ihr heute töten, aber in 100 Jahren wird ein Schwan aufstehen, den ihr nicht zum Schweigen bringen könnt. Und genau knapp 100 Jahre später, 1517, kam Martin Luther. Der übrigens öfter mal mit einem Schwan dargestellt wird. Jetzt wisst ihr warum. Das ist in dem Buch Romanismus und die Reformation. In diesem Buch Babylon, Mysterien, Religion werden wir nächstes Mal mit der nächsten Lesung fortfahren. Immer noch im Kapitel 17. Ich habe gesagt, das Kapitel ist viel zu umfangreich, viel zu wichtig, als dass man das in einer Stunde abhandeln könnte, wie ich das damals in Englisch geschafft habe. Ja, damals habe ich noch anders gelesen als heute. Das ist auch schon 5 Jahre her, glaube ich, dass ich das gemacht habe. Und ist halt so, ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, hier tief genug drauf einzugehen. Und ich möchte verbleiben mit dem, was ich am Anfang dieser Lesung bereits gesagt habe, meine lieben Brüder und Schwestern. Messt alles an der Bibel. Nur die Bibel ist der einzige Maßstab, an dem alles gemessen werden muss. Und ihr habt gerade eben, allein schon in dieser einleitenden Lesung, die ersten 2,5, fast 3 Seiten von diesem Kapitel gesehen, wie die Dinge im Licht der Bibel zu Staub verfallen. Wie die Lüge geoffenbart wird. Wenn man die echte, einzige Wahrheit hat und an ihr alles misst. Und deswegen bleibt mir nur, euch zum wiederholten Male aufzurufen und zu bitten, lest eure Bibel. Maranatha.